Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Wir nehmen jetzt gerade die Folge am Stück auf, also nicht wundern. Wir haben zwischendurch noch einen kurzen Transportauftrag gemacht. Nichts Wildes. Ein paar Chemiefässer durch die Gegend geschleudert. Genau, und zwar, wir wollten letzte Folge ja diesen Auftrag hier machen. Allerdings hatten wir nicht genug Geld, wurde uns gesagt. Und mir ist auch aufgefallen, man kann zwar auf niedrig gehen, dann kriegen wir 193.000. Wenn wir auf mittel gehen, kriegen wir 235.000. Und bei hoch kriegen wir 328.000. Also fast mal 100.000 mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das nicht lohnt. Dann halt ein Müssen bisschen halt mehr. alles ein bisschen mehr machen. Ja. Aber dafür kriegen wir halt auch mehr Geld, ne? Und siehst auch bei unten die Dauer des Auftrags Ja, die geht verlängert auch sich hoch. einfach. Also wir können das sehr schnell machen. Wir kriegen halt nur 200.000. Oder wir brauchen halt, naja, wahrscheinlich mal ein ganzes Stück länger und kriegen 128.000 mehr. So hoch soll doppelt so lang sein wie kurz. Von der Anzeige her. Genau. Na gut, der lohnt sich gar nicht. Aber gut, du hast ja die Kosten für die Maschinen, die brauchst du halt weniger. Wir nehmen Mittel. Okay. Machen wir. Mittel ist immer ein schöner Kompromiss. Deswegen heißt es Mittel. Aber ich setze mich gleich hier rein. Willst du mitfahren? Dann müssen wir noch einmal die Ich bin schon Schnellreisen. da. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir nur einmal die Schnellreisenkosten bezahlen. Aber okay. Ach so. Ich habe 46 bezahlt. Ich 92. Ja, weil mit Fahrzeug. Wahrscheinlich hättest du einfach dann meinst, irgendwie drauf bezahlt müssen. Mit. Da haben wir den Herrn hier. Red Mit heute mit dem Schnurrbart. Investor. Ich hoffe, die Herfahrt war nicht allzu nervenaufreibend. Nö. Schrecklich, wie es derzeit in der Stadt zugeht, nicht wahr? Überall herrscht Hektik, alles ist eng und stickig und voller Abgase. Wenig einladend. Dabei hängen vom Image der Stadt auch wirtschaftliche Faktoren ab, beispielsweise der Tourismus. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und der Stadt ein sehr teures Grundstück in bester Lage abgekauft. Dort will ich seit langem eine luxuriöse Hotelanlage errichten lassen, einen Ruhepol, vor allem für die Besserverdienenden. Und du hast die verantwortungsvolle Aufgabe, dieses Projekt für mich durchzuführen. Gehobene Leider Mittelschicht. fehlt noch Ah ein ja. letztes Stück der Zufahrt bis zum eigentlichen Bauplatz. Der erste Schritt wäre also, die Zufahrt fertigzustellen. Oha. Aha. Genau. Für die gehobene Mittelschicht hier soll das sein. Was brauchen wir als erstes? Als erstes brauchen wir Was zum Oberboden abtragen. Fahrzeuge. Und zwar, so einmal sortieren hier. Wir brauchen ganz schön viele Fahrzeuge. Das glaube Wir ich. brauchen eine Planierraupe. Wollen wir Ja. dann die große nehmen? Das haben wir auch. Ja. Diese Planierraupe haben wir aus Lego. Die gab's mal. Ferngesteuert. Oder wir nehmen halt die kleine. Entweder die große oder die kleine. Planierraupe. Ich würde schon die große nehmen. Nur mal die große. Welche? Cat? Warte Oder mal. Liebherr? Ich habe es mit den Sortierungen noch nicht ganz verstanden, G. ehrlich. Du hast unten kannst du mit F und G kannst du filtern. G ist dann, Ah, kannst du den okay. Job auswählen, dann zeigst du nur G die an, ist die du Job. brauchst. Warte mal. Bevor, weil wir haben dort ja auch Mietenkosten weniger. Fertigkeiten. Guck mal hier. Weil habe ich noch Punkte übrig? Ja, genau. Ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Oder brauchen wir Planierraupe oder Erdbauwalze? Wir brauchen beides. Ah, okay. Aber ich sage schon, die von. Also hier gibt es eine von Case, eine Planierraupe. Case? Warte kurz. Ja. Genau, ich habe jetzt 4 Fertigkeitspunkte und ich kann hier was auswählen. Zum Beispiel können wir hier bei Verhandlungen beeindruckst du Vertragspartner und durch deine Redekunst erhältst du Bonus für jeden erfüllten Job. Plus 10%. Das sind 2000 bei einem 200.000er Auftrag. Oder? Ein Zehntel? Nee, 10.000.
Ne, 20.000 sind es bei einem 200.000 Auftrag. Das ist schon cool. Ich würde sagen, das skill ich mal rein. Ja. Und nochmal, ist haben plus 20%. Sehr gut. Meisterschrauber? Nee, komm. Ich würde sagen, wir nehmen die Planierraupe von Cat und die Erdbauwalze auch von Cat. Asphaltkapazität. Ich miete die mal direkt. Nehmen wir Schüttgutkapazität. So. Und schwupp. Dann kann sich jeder ein Fahrzeug schon mal holen, ne? Da können wir wahrscheinlich auch parallel arbeiten, vielleicht irgendwie. Na, wobei, ja. nee, geht nicht. Ja, eins abschließen. Weil, wie viel hat das gerade gekostet? Ja, fangen wir mit der Planierraupe. 500! Das hat 500 gekostet. Na gut, das ist komplett gelb planiert, die Planierraupe hier. Kennst du das Wort? Klaniert? Ach, ja. Ach, Tobi, im Villenviertel liegt das Grundstück, was er gekauft hat, der Herr. Jo. Aber natürlich auch nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Ja, wobei, guck mal, ich kann das dort hinten aufschütten. Ich muss ehrlich sagen, der Typ ist mir dezent unsympathisch. Ach, komm, der ist doch nett. Der zahlt gut. Ja. Das Einzige, was zählt. Für den Anfang zumindest. Ich meine, so macht sie ja so macht's die Menschheit ja auch. Erst Ökonomie und danach über die Umwelt nachdenken. Genau. Trage den Oberboden im markierten Bereich auf Baustelle ab. Verdichte den Baugrund im markierten Bereich auf der Baustelle. Ich glaube, wir können parallel arbeiten. Das ist derselbe Bauabschnitt, Tobi. Ja, wir gerade haben eigentlich nur den Auftrag hier. So, warte mal. Okay, ist alles zu hoch. Oh, Kettensteuerung, Alter. Keiner braucht sie. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nein. Warte mal. Rauszoomen. Wie war das nochmal? Kettensteuerung, Planierschild. Ah, eine zweifache Rotierung hier, oder was ist das? Gott. Es ist ja... Kriegst du es hin? Kompliziert. Ach so, ja, so muss ich machen. Okay, ja gut. Das sieht ja fast gut aus. Okay, ich darf nicht zu schnell fahren. Wird richtig Ladung verloren. Also du verlierst wirklich Ladung? Ja. Mach halt Schnellreise. Na gut, wenn du jetzt eh nichts mehr zu tun hast gerade. Aber ich verliere für mein Gefühl zu viel Ladung. Ja, sowas müssen wir dann auch machen, wenn wir hier halt irgendwo anders halt eine Straße bauen oder so. Komplett neu bauen die Straße, nicht wie in der letzten Folge sanieren die Straße. So.
Da müssen wir auch immer erst nochmal mit der Planierraube drüber und einmal Erdwalzen. Und dann brauchen wir natürlich wieder, nachdem wir den Kies da verteilt haben, brauchen wir als nächstes dann den Asphalt. Unseren Schwarzdeckenfertiger. Stimmt, den habe ich nämlich in die Garage getan. Da wird er nämlich automatisch repariert. Nach 20 Minuten oder so war der wieder repariert. Ja. Ja, der wurde noch nicht repariert. Noch nicht fertig? Nee. Spannerei. Bin immer noch da, repariert 20 Minuten. Ne? Lol. Ja, der Truck, der war halt repariert. Egal, ich steige jetzt ein. Und jetzt zack, jetzt, guck mal, jetzt haben wir schon hier 67.800 bekommen. Ja. Finde ich gut. Kies liefern und verteilen. Hoffentlich müssen wir den nicht wirklich verteilen. Wofür war der jetzt? Für den Asphalt, den wir da ausbringen okay. müssen. Nö, ich habe nur einen Namen gesehen und keine Ahnung, wofür der ist. Das ist der Asphaltkipper. Dem ich schon mal Asphalt holen kann. Wird ja auch kaltes, sobald du ihn ausbringst. Na, sehr gut. Ne? Ja, je nachdem, wie lange du halt brauchst, ne? So, und jetzt kann ich nämlich doch wieder in die Planierraupe noch einsteigen und kann den damit verteilen, ne? Oder willst du doch die Ladung Kies holen? Da steht schon eine Ladung Kies rum. Ne, die habe ich gerade verteilt. Jetzt steige ich gerade nochmal in die Planierraupe und verteile die nochmal besser, weil ich habe so einen Haufen gemacht. Ja, verteile ich schon mal. Ich hole gleich die nächste Ladung. Ich glaube, das kann man aber auch kaufen. Weiß ja nicht. Ja, Kies hat auf jeden Fall noch ein paar Prozente gebracht. Du kriegst den nächsten Kies sofort. Die Frage ist, wenn ich den übervoll mache und dann schnell reise, bleibt er dann übervoll oder wird einfach alles, was übervoll ist, dann am Ende weggetan? Mach ihn halt nicht übervoll. Oh Gott, it driftet. Oh Gott. Pascal driftet. Ja, unfreiwillig. Warte mal. Ich will also diesen Kies hier möglichst optimal nutzen. Na genau, weil guck mal hier, das hier, die flache Schicht ist auch genug und da brauchen wir nicht so einen Hügel hier haben. Was brauchst du denn von dem Zeug? Eine Menge. Kipp's einfach, fahr einfach geradeaus und kipp's langsam. Ja, das war der Plan. Aber Achtung, am Anfang, der kippt ja wirklich einen ganzen Haufen. Nicht so hoch, nicht so hoch, nicht so hoch! Ja, gut.
Ey, es ist so ungewohnt, mit der rechten Hand zu steuern, ne? Ja, das Joystick, Leute, immer. Nee, nicht Joystick. Numpad. Ach, Numpad musst du steuern, lol. Wobei, nee, ich kann auch die Arcade-Steuerung auf WASD legen. Das ist, glaube ich, einfach. Ich hole schon mal die dritte Ladung Keys. Wobei. Kann ich nicht. Weil die Bagger haben ja WASD und so. Shit. Perfekt gedriftet diesmal. Schwupp. Ach, Kies verdichten. Okay, so eine Erdbeerwalze wäre vielleicht doch kein so schlechter. Auch 500 habe ich nochmal bekommen. 707 wurde mir angezeigt. Das 500 habe ich gerade fürs Verkaufen bekommen. Das 707 wurde mir angezeigt. Da bin ich dann im Menü 500 irgendwas da. Kannst du schon mal die Asphaltmaschine in Position bringen? Oder schon mal befüllen? Ja. Die Asphaltmaschine reinladen, lieber. Ja, noch besser. Oder direkt die nächste Ladung holen von dem Zeug. So geht der Teamwork, ne? Du holst alles, ich mach's. Ja. Einer ist Chef, einer ist Sklave, ne? Einer kriegt's Geld, der andere nicht. Ja, genau. Ja. Weil Tobi hatte vor, das war offscreen, hat herausgefunden, dass er mir Geld überweisen kann, weil wir haben beide ein Privatkonto und es gibt noch ein Firmenkonto. Yep. Da meinte ich so, ja, kannst du mir Gehalt überweisen? Meinte er, nö. Na, wozu denn auch? So sieht das nämlich ja aus, ne? Wofür? Wenn du es mal wisst. Meine Arbeit? Ich bezahle schon die ganze Zeit, dass du hier hin und her fährst und den Asphalt bezahle ich und. Ja, jetzt riechst du aber wieder von den Auftraggebern. Ja, aber dein Gehalt kriege ich nicht wieder von denen. Ja, aber dann kriegst du meine Arbeitsleistung. Ha. Aber ich find Mittel so vom Arbeitsaufwand schon ganz angenehm. Ja. Oh, wieder 74.000 bekommen. Nice. Ich fahre die hier mal so ein bisschen aus dem Weg. Hast du gerade 6.000 für eine Schnellreise bezahlt? Nee, für den Schüttgutkauf. Achso. Willst du mal asphaltieren? Ja. Du lädst das Zeug rein und fährst hin und her. Also teleportierst dich hin und her. Pass auf, weißt du, wie das Ding funktioniert? Benutz mal auf dem Numpad 8, 4, 6 und 2. 8, 4, 6 und 2. Was ist das für eine Scheiße? Ja, du kannst auch umlegen, die 2 auf die 5 oder so. Ja, okay, mit WASD hat sich auch gesteuern lassen, aber sehr beschissen. Ja, WASD sollte eigentlich nicht gehen. Hat's aber nur sehr, sehr beschissen. Okay, dann drück mal F und fahr die Einbaubohlen aus. Das ist nämlich nicht deine Arbeitsbreite gerade. Ah, okay. Das ist deine Arbeitsbreite. Alles klar. Aber ohne Maschine ja wirklich noch nie richtig gesteuert, ohne richtige Baumaschinen im Spiel. Immer nur Autos. Ja.
Und dann Asphaltieren anschalten einfach. Das dachte ich mir. Er ist aber zu weit gefahren. Ja, du musst schon hochgekippt gedrückt halten, sonst fährt er automatisch wieder runter. Deswegen fahr ihn erst hoch und fahr dann, während er hochfährt, noch an mich ran. Ja. Auch wieder was Neues gelernt. Ja, das ist das so, wie ich es für mich rausgefunden habe, was am besten klappt. Du kannst auch mal Arbeitslicht anmachen. So unter F, Licht und dann. Fantastisch. Ja, man sieht es nicht, aber. Pascal hat jetzt sein Arbeitslicht angeschaltet. Ich finde, immerhin haben die Dinge haben immerhin einigermaßen akzeptable Geschwindigkeit beim Straßenfertigen. Ja. Versuch's doch bitte wenigstens ein bisschen ordentlich zu machen. So ich doch. An welcher Kante orientierst du dich dann? An keiner. Ich fahre einfach eine gerade Bahn. Über das Gerade streiten wir uns vielleicht nochmal, aber. Ich ziehe eine Bahn. Ja, das in der Mitte nochmal durchasphaltieren. Aber ab durch die Mitte fahren noch. Da kannst du dann die Einbauwohlen ausschalten. Eieieiei. So eine Mietmaschine. Geht doch, nee, keine, ist unsere. Ist unsere. Es ist unsere Maschine. Und die 93%, die wurde repariert. Okay, gut. Firma, Ausbaustufe. Dann muss man mich nicht angezeigt. Eingelagerte Baumaschinen werden automatisch 2% schneller pro Minute repariert und 4% schneller pro Minute getankt. Außerdem erhältst du 5 plus 5% Rabatt beim Fahrzeughandel. Oho, also hier gibt's richtig Rabatte, die. Das kickt recht richtig rein. Naja, auf Mietmaschinen haben wir 10% Rabatt irgendwie. Zum Beispiel, gerade. Ja. Hatte ich mich schon gewundert, um da steht bei Mietmaschinen überall 10, minus 10%. Guck mal, Tobi, wie gut das jetzt aussieht. Hä? Oh, ich bin fertig. Oh ja, hast du toll gemacht, Pascal. Verkaufen ist wie im LKW. Ja, das dachte ich mir. Wie sieht's mit dem Auftrag aus? Wir müssen nur noch walzen, dann kann ich den Rest schon mal zurückgeben. Na siehst du, guck mal, alles perfekt verdichtet worden. Und boom! Noch ein fertig neuer Fertigkeitspunkt. Nice. Ich drück immer Escape, ja. Ey, das ist so ein Krampf. Gott, Abschlussbesprechung, Tobi. Ja, warte. Erst was skillen. Was machen wir? Asphalt. Was ist Skilltree überhaupt? Das gleiche wurde auch Firma und unter Profil und in Fertigkeiten ist das. Ah, okay. Schildgut, Schaufelkapazität, ökonomisches Fahren. Ich habe 0 Fertigkeitspunkte, wie konnten das? Wahrscheinlich kriege ich die ganze Zeit die XP für die Level. Oder weil du die ganze Zeit nur fährst, kriegst du die vielleicht nicht oder so. Keine Ahnung. Ah, ich hab Verbindung verloren. Oh. Ja, was dann mach ich mal Asphaltkapazität. Spieler Pascal hat das Spiel verlassen. Nicht schlecht für den Anfang.
Jetzt können wir endlich mit dem eigentlichen Projekt beginnen, der Errichtung meines exklusiven Hotels für anspruchsvolle Gäste, das diese Stadt so dringend braucht. Wir schlagen hier besser keine Wurzeln, sondern vereinbaren so bald wie möglich einen Termin zur Begehung des Bauplatzes. Wir müssen neu starten. Auf bald. Jo. Weil wir werden keine Multiplayer-Partie mehr angezeigt. Auftrag abgeschlossen. Tada. Oha, das sieht tatsächlich sehr schön aus hier. Guck mal, jetzt haben wir schon eine Asphaltwalze, einen Asphaltierer und wir haben schon 350.000 auf dem Konto. Da könnten wir uns noch was kaufen. Nice. Yay. Die Straße wurde hier auch erweitert. Also die Frage ist jetzt halt, machen wir erstmal was anderes oder machen wir mit dem Hotel für 1,487 Millionen weiter? Aber wir jetzt Hausbau direkt machen? Junge, wenn du das auf hoch machst, ne? Das hat doch 5 Sanduhr-Symbole, aber kriegt 2,6, also fast 2,7 Millionen. Und allein die Bauvorbereitung. Ah. 1,1 Millionen. Geböschte Baugrube. Aber nee, hoch machen wir nicht. Er hat Rampe. Eieieiei. Ich weiß nicht, wollen wir in den Hausbau gehen? Nee, ich will das jetzt noch nicht machen. Ich will erst mal, verdammt nochmal. Ah! Scheiß Multiplayer-Sucher. Ja, das ist echt nervig. Sag mir deine Partie aber auch nicht an, ne? Echt? Bei mir wird schon gesagt. Ja, dann starten wir nochmal neu bis zur nächsten Folge. Aber ja, bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!